liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich riesig. Heute habe ich wieder ein Video für euch, aber bevor es losgeht, wisst ihr ja wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja, heute soll es um meine Neuzugänge für den Monat Oktober gehen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe natürlich wieder ein wenig zugeschlagen. Denn es sind super Bücher herausgekommen, die ich unbedingt haben wollte. Naja, und was es sonst noch so alles gegeben hat, erfahrt ihr jetzt. Das erste Buch, das ich mir zugelegt habe, ist von Susanne Goga, Teil Nummer 7 der Leo Wechsler-Reihe, Der Ballhausmörder. Ja, ihr wisst ja, ich liebe die Reihe von Leo Wechsler. Dieser Band führt uns nach 1928. Diesmal geht es auf einem Ball in einem Ballhaus namens Klärchens Ballhaus. Es ist der Witwenball und ja, es ist so, dass die Garderobiere am Ende ermordet wird. Sie wird tot aufgefunden, ich glaube sogar erstickt. Sie hat ein wundervolles Kleid, das sie getragen hat. Und gleichzeitig ist auch der Pianist verschwunden. Und ebenso verdächtig ist ja, der ehemalige Geliebte der Garderobiere. Und er ist Kommunist und ist bei der Polizei aktenkundig. Ja, aber dieses Kleid, das die Tote trägt, war ein Geschenk. Aber von wem, stellt sich natürlich da die Frage. Und Leo Wechsler und seine Kollegen, ja, befinden sich so mehr oder weniger in einem Umfeld, das Charleston ähnelt. Es geht um Sekt für eine Mark und hemmungsloses Amüsement. Ja, ich bin gespannt, was dieser Teil wieder für uns bereithält. Es ist so traurig, die Serie... Entschuldigung, nähert sich immer mehr, ja, den Büchern, dem Ende sozusagen erstmal. Es sind 8 Bücher raus. Wenn ich den gelesen habe, gibt es noch einen. Ich hoffe, dass ja, Susanne Goga auf jeden Fall im nächsten Jahr vielleicht noch einen neuen Band wieder herausbringt. Aber nichtsdestotrotz, die Serie gefällt mir mega gut. Ich liebe sie und ja, kann euch sie nur wärmstens empfehlen. Dann ist im Diogenes Verlag ein Buch rausgekommen von Jessica Dörlacher. Die Stimme heißt dieses Buch. Das ist auch eine Geschichte, die mich interessiert. Hier geht es um eine Somalierin, die wird Nanny in Zeldas Familie und entpuppt sich als phänomenale Sängerin. Ihr Name ist Amal und Zelda meldet sie bei einer Talentshow, nämlich die die Stimme genannt wird, an. Nach einem glanzvollen Auftritt nimmt Amal vor laufender Kamera ihr Kopftuch ab und dieser Akt der Befreiung hat Folgen. Zeldas Familie will Amal beschützen und gerät damit in einen Konflikt, der die Welt aus den Angeln hebt. Also das ist eine Geschichte, die mich total interessiert. Wir haben hier mehrere Komponenten, die da zutage kommen. Es geht um, ja, wahrscheinlich um eine Flüchtlingsfamilie, die aus Somalien geflüchtet sind. Es geht darum, dass diese Frau sich eben befreit, dadurch, dass sie ihr Kopftuch abnimmt, dass sie allerdings dann auch gleichzeitig ein Talent hat und ja, dass sie beschützt werden soll von einer anderen Familie, aber das Ganze, diese Familie wahrscheinlich auch in einen Konflikt stößt. Ja, eine Mega-Geschichte, finde ich. Also bin ganz gespannt, was dieses Buch für mich bereithält. So, dann habe ich ja letzten oder vorletzten Monat von Judy Arendt den ersten Band ihrer dänischen Serie, Krimiserie gelesen. Das ist Kommissarin Helle Jesper. Und zwar ist das der zweite Teil, Helle und die kalte Hand. Ich bin sehr gespannt, diese Geschichte spielt ja oben im Norden von Nordjütland. Es geht eben um den Bereich um Skagen und
ja, bin gespannt, worum es in diesem Teil geht. Denn Helle ist ja Leiterin der örtlichen Polizeistation in Skerjen. Sie hat den ersten Mordfall ja bereits gelöst. Und es gibt dort oben eine Wanderdüne, die heißt Robjerg-Miele. Und ja, ganz in der Nähe dieser berühmten Wanderdüne wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie scheint aus Südostasien zu stammen, doch niemand vermisst sie. Helle hat kaum brauchbare Spuren und ja, kann sich nur auf ihre Intuition verlassen, um die düsteren Verflechtungen rund um diesen Mord aufzuklären. Ich bin sehr gespannt. Der erste Teil hat mir mega gefallen. Ich mag diese Kommissarin auch. Ja, sie lebt ganz normal in einem kleinen Häuschen. Sie hat einen Mann, der gerne kocht und der ihr Anker im Leben ist. Und ich bin gespannt, was uns dieser Mordfall jetzt wieder bringt und vor allen Dingen, wie es so privat mit Helle weitergeht. Ja, ich glaube, das Buch ist ein Taschenbuch im Atlantik Verlag erschienen. Wie gesagt, aus dem Verlag habe ich noch nicht viel gelesen, außer ich glaube den ersten Band hiervon. Und das Taschenbuch kostet 12 Euro. Ja, übrigens, das Buch im Diogenes Verlag, Die Stimme, kostet 25 Euro. Und Susanne Goga 11,95. Die Bücher sind ja etwas teurer geworden. Also Bücher, die sonst um die 10 Euro lagen, kosten jetzt im Schnitt ja 1-2 Euro mehr. Dann habe ich ein Buch entdeckt, was mich auch total angesprochen hat. Es ist von Sharon Gosling und heißt Fisher Girls Luck. Hier geht es um ein abgelegenes Dorf, ein improvisiertes Restaurant und um einen Neuanfang. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Taschenbuch, und kostet 12 Euro. Anna wagt einen Neuanfang. Sie lässt London und ihren Ex-Freund hinter sich und zieht nach Crowey, ein winziges Dorf an der Küste Schottlands. In der alten Fischerhütte, die sie von ihren Ersparnissen gekauft hat, hofft sie, zur Ruhe zu kommen, und bald entdeckt sie ihre Liebe zum Kochen wieder. Kurzerhand eröffnet sie ein improvisiertes Pop-up-Restaurant direkt am Meer und findet dabei nicht nur sich selbst, sondern auch heraus, mit wem sie ihr Leben teilen will. Ja, das klingt doch nach einer super zuckersüßen Geschichte. Schottland, da hat man mich schon. Und ja, ich bin ganz gespannt. Ich habe im Buchladen gehört, dass das zurzeit ein Buch ist, was weggeht wie warme Semmeln. Also ja, scheint es doch eine tolle Geschichte zu sein. So. Dann habe ich im letzten Jahr von Helga Gläserner eine neue Krimi-Reihe sozusagen gestartet. Die ist da gerade rausgekommen. Und zwar schreibt Helga Gläserner ja normal nur so historische Romane. Jetzt hat sie aber einen historischen Kriminalroman rausgebracht. Das ist der zweite Teil, auf den ich mich schon mega freue. Es heißt Das Kind der Lügen, ist im Roro Verlag erschienen und kostet auch 12 Euro. Die Geschichte führt uns auch in das Jahr 1929, eine Zeit, in der ich sehr gerne lese. Nur wir sind diesmal nicht in Berlin, sondern wir befinden uns in Hamburg. Und es ist so, dass ein Kind verschwunden ist und die verzweifelte Mutter, eine Sie von Arnsberg, bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche ihrer Tochter. Die ist nach einem Spaziergang mit ihrer Kinderfrau nicht ins Hotel Atlantik zurückgekehrt. Aber die Männer der Kripo nehmen sie irgendwie nicht für voll, denn es ist nicht das erste Mal, dass Sie hysterisch bei der Hamburger Kriminalpolizei auftaucht. Nur Paula Heidorn, die glaubt der Frau. Seit einem Jahr ist sie als eine der ersten weiblichen Beamtinnen im Polizeidienst und sie hat sich dort mit ihrem klaren Blick und ihrem klugen Gespür einen Namen gemacht, entgegen aller Vorurteile. Und diesmal beweist sie auch Spürsinn, denn als sie von dem verschwundenen Mädchen blutige Spuren gefunden werden, nimmt der Fall
eine Wendung. Und ich denke mal, niemand ahnt, was der Fall für sie alle bereithält. Und in was für eine, ja, was sich da so für Abgründe auftun. Ich freue mich riesig. Ich fand Teil 1 richtig mega. Mir hat die Idee gefallen, dass es diesmal mal nicht Männer sind, sondern dass es Frauen gibt. Und es ist eine wahre Begebenheit, dass die ersten Kripos, wo Frauen halt mitgearbeitet haben, dass es die tatsächlich in Hamburg gab. Und freue mich auf den zweiten Teil. So. Dann war ich im letzten Monat auf einer Lesung. Andreas Gruber war bei uns und ich kann euch nur sagen, mega, Leute, das war ein mega Ereignis, das ich nicht so schnell vergessen werde. Dieser Mann ist einfach nur, ja, toll. Er ist sympathisch, er ist witzig, er nimmt sich Zeit für seine Fans. Also er hat jedem die Bücher signiert, die Leute wollten. Er hat mit jedem ein Foto gemacht. Natürlich bedeutete das auch eine Stunde Wartezeit in einer Schlange, aber das war ganz angenehm, denn ja, ich habe mich so mit den Leuten um mich herum unterhalten und fand es toll. Ich habe bei dieser Gelegenheit von ihm ein Buch gekauft, was ich noch gar nicht kenne und wo ich noch gar nichts von gehört habe. Ich weiß nicht, ob das so mehr in die Horrorrichtung geht. Und zwar heißt das, der Judasschrein ist in Lucifer Verlag erschienen. Und ich guck mal, hier steht auf jeden Fall Lovecraftsches Grauen. Also in einem abgeschiedenen Dorf, Grein am Gebirge, eingeschlossen zwischen den Bergen und einem Fluss, wird eine verstümmelte Mädchenleiche entdeckt, der fast alle Rückenwirbel fehlen. Als Kommissar Alex Körner und sein Team mehrere Exhumierungen anordnen, nehmen die Ermittlungen eine ungeahnte Wendung. Zudem spitzt sich die Lage zu, als der vom Dauerregen stark angeschwollene Fluss über die Ufer tritt. Vom Hochwasser eingeschlossen und von der Außenwelt abgeschnitten, kommt eine schreckliche Wahrheit ans Licht. Und die grausamen Morde gehen weiter. Nichts ist, wie es scheint, bis Andreas Gruber alle Puzzleteile im finsteren Finale zu einer perfekten Weltuntergangsstimmung zusammenfügt. Ja, das sagt Kai Meier. Und ich bin total happy. Dieses Buch hat Andreas Gruber für mich auch signiert. Und er hat in jedem Büchlein noch so eine kleine Zeichnung zugefügt. Also ich war echt beeindruckt und freue mich auch auf dieses Buch, weil ich liebe seine Martin S. Snyder-Reihe und auch die andere Reihe, die er hat. Und ja, bin happy. So. Dann ist im Eisele Verlag ein neues Buch von Mary Beth Keen rausgekommen, Mit dir bis ans andere Ende der Welt, ein Roman. Ihr erster Band, der rausgekommen war, war Wenn du mich heute wieder fragen würdest. Und Bücher, die im Eisele Verlag erscheinen, also die meisten, finde ich einfach mega. Ich lese gerade auch endlich ein Buch von meiner Rache des Sub, nämlich Der silberne Elefant, der auch im Eisele Verlag erschienen ist. Und Leute, das Buch gefällt mir auch mega. So, hier habe ich jetzt das neue Buch von Mary Beth Keen. Greta Cahill und ihre Schwester Johanna kennen nichts anderes als das einfache Landleben in Irland der 1960er Jahre. Als in der Familie ein Unglück geschieht, finden sich die beiden auf einem Schiff Richtung New York wieder. Eine Reise, die ihr Leben für immer verändern wird. Hinten drauf steht, fesselnd fängt die windgepeitschte Düsternis der irischen Armut ebenso lebendig ein wie das bunte Treiben in New York der 1960er Jahre. Ein Roman, von dem man möchte, dass er nie endet. Das sagt Daily Express. Daily Mail sagt, atmosphärisch, bewegend und brillant geschrieben. Ja. Hier steht noch der Debütroman von der Autorin des New York Bestsellers, Wenn du mich heute wieder fragen würdest. Ah, also ist damals erst wahrscheinlich ihr zweites Buch oder so rausgekommen und eigentlich war das der Debütroman. Ich bin gespannt, klingt auf jeden Fall interessant, denn man weiß ja selber, wie viele Leute aus Irland und auch aus anderen Ländern nach Amerika eingewandert sind und ja, ich bin gespannt, was uns diese Geschichte bringt.
So, und mein letztes Buch ist auch aus dem Eisele Verlag, ist von Catherine Cassett, Die Definition von Glück. Ich muss mal eben gucken, das Buch kostete 24 Euro von Mary Beskin und auch dieses liegt bei 24 Euro. So, in diesem Buch soll es auch irgendwie um drei Frauen wohl gehen. Ich guck mal eben, was hinten drauf steht. Wenn ich meinen Computer ausgeschaltet hätte, ohne dieser Unbekannten zu antworten, säße ich heute, 3 Monate nach Claires Tod, nicht hier in meinem Haus in Brooklyn und beginne zu erzählen, was man wahrhaft eine Geschichte nennen muss. Unsere Geschichte. Vielleicht wäre dann nichts von all dem passiert. Ein wunderbarer Roman, der das Leben zweier Frauen von den 60er Jahren bis heute nachzeichnet. Sie beide bilden die Inkarnation der modernen Frau. Das sagt France Inter. Ein scheuklappenloser Blick auf unsere Entscheidungen, Sehnsüchte, Niederlagen und Stärken. Ein großartiger Roman über die Liebe, die Mutterschaft und das Altern. Le Parisien sagt das. Die Lektüre macht augenblicklich süchtig, L'Express. Und das Leben zu erzählen, dies ist die große Stärke der Catherine Cassett. Le Monde. So. Also wie gesagt, es geht um zwei Frauen, die scheinbar vieles trennt. Claire ist eine Abenteurerin, liebt das Reisen und die Männer. Sie ist ständig verliebt, er liebt Höhen und Tiefen. Und Eve hingegen leitet erfolgreich einen edel Catering-Service und führt mit ihrem Mann eine stabile Ehe. Die eine wohnt in Paris, die andere in New York. Und über Jahrzehnte hinweg bekommen wir die Lebensgeschichten der beiden Frauen erzählt, erfahren von dem geheimen Band, das sie eint, und werfen einen erhellenden Blick auf unsere Zeit. Eine ganze Generation von Frauen, ihre Sehnsüchte, Lieben, Abgründe, das Muttersein und das Älterwerden. Und begreifen, wie viele Möglichkeiten es gibt, das Glück zu definieren. Ja, klingt auch nach einer super interessanten Story. Also ich lese gerne Bücher, wo es um ja, starke Frauen geht. Frauen, die ein Schicksal haben, die ihr Leben leben und es meistern. Klingt auch nach einer mega tollen Geschichte. Ja, wie ihr seht, Leute, ich habe mir wieder mega Geschichten zugelegt. Also eine besser als die andere. Da kommt wieder einiges Gutes auf mich zu. Ja, ich wollte eigentlich kürzer treten, aber wie das eben immer so ist im Leben. Der Buchnerd hat wieder zugeschlagen. Ja, freue mich. Vielleicht ist ja auch für euch das ein oder andere Buch dabei, wo ihr sagt, oh Mann, das klingt nach einer Mega-Geschichte für mich. Ich finde, alle Bücher, die hier jetzt liegen, klingen mega gut. Und jede interessiert mich auf ihre Art und Weise. Ja, das war's. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mir vielleicht einen Daumen hoch gebt. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage Tschüss. Macht's gut. Wir sehen uns.